Jetzt im zweiten Schritt sollten wir das Blatt mit Daten füttern. Und ich will das für 2 Monate machen. Also ich beginne mit Nummer 1. Ach, ich ändere auch Ansicht. Ich gehe weg vom Seitenlayout zu Normal. Und jetzt, ich beginne mit Nummer 1. Nummer 1 kann ich natürlich weiter fortsetzen. Da bis zum Ende von meinem Blatt. Und was wichtig ist, dass nicht 1, 1, 1, 1, 1, sondern am Ende vom ausgefüllten Bereich habe ich Auto-Ausfülloptionen und dann sage ich Dokument Datenreihe ausfüllen. Das heißt, fortsetzen in einer Schritten dem Moment. Und jetzt habe ich da 60 Tage. Ich denke dann aber, ich muss ein bisschen mehr machen. Also ich markiere die Zeile. Ich ziehe es nach unten. Voilà. Ich mache 61. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt mache ich Datum. Datum, das ist der 1. August 2019. Jetzt kann ich hier Klick, Klick machen. Es wird automatisch ausgefüllt. Was Tag anbelangt, ich könnte dann von Hand schreiben, Donnerstag, Freitag, was auch immer. Ich glaube, das ist Donnerstag. Und ich könnte das auch nach unten kopieren. Aber ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig cool. Weil genauso gut könnte es Freitag sein, ich weiß einfach nicht ganz genau. Ich sage es einfach darum, schau mal Computer, das ist der Tag hier, das ist das gleiche, was hier steht. Allerdings, klick, klick, machst du mir aus diesem Datum Text, von diesem Datum her, und formatiere das in Gänsefüßchen TTTT, also Tag voll ausgeschrieben. Und dann habe ich es. Und jetzt das Coole dran ist, wenn ich da schreibe 1. Mai 2025, oh nein, das ist tatsächlich auch Donnerstag, 1. Juni, dann wird es Sonntag sein, mache ich das Klick-Klick nach unten, wird sich alles anpassen. Was Kalenderwoche anbelangt, Kalenderwoche bezogen aufs Datum. Das ist Kalenderwoche Nummer 23. Was Monats anbelangt, mache ich das auch mit Text. Schubs, zack, einfach MMMMM. Und wir haben es, gell? Das ist Juni, Juli. Ja, jetzt komme ich zurück auf 1.8. 2019. Zack. Und ich hab's alles gemacht. Allerdings merke ich da, beim Datum nervt mich eigentlich die Formatierung. Ich brauche nicht 2019, 19 reicht mir auch völlig vollkommen aus. Ich markiere Bereich Ctrl-1 und jetzt via benutzerdefinierte Formatierung sage ich, ich brauche also. Wenn ich nichts mache, das ist Tag Nummer 43.678. Wenn ich mache T, wird das einfach R1 sein, also erste. Wenn ich mache TT, wird das 0 erste sein. TTT macht Do und TTTT macht Donnerstag. Wenn ich jetzt TTTT mache, schreibt mir Donnerstag, Komma, TT, der erste. Punkt MM 8. Punkt JJ für 19. In dem Moment habe ich das so gemacht. Allerdings, das ist mir zu lang. Donnerstag kann ich mir sparen. Ich bleibe bei TTMMJJ. Zack. Und es funktioniert tatsächlich. Klick, klick. Ich passe noch die Breite der Spalten an. Und jetzt müssen wir ein bisschen
Hokus pokusieren. Ich will schnell einfach Daten hier haben, darum sage ich Umsatz Aarau. Oh. Habe ich vergessen zu sagen, dass das in Franken ist. In CHF. In CHF. In CHF. Und jetzt sage ich, dass hier einfach ein Zufallsbereich, der Umsatz liegt zwischen, sagen wir, 25, zwischen 5.000 und 10.000 Franken. Ich muss einfach obere und untere Teil definieren. Zack, ist gemacht. Wenn ich das noch kopiere, hier einfüge und hier einfüge, so habe ich wunderbare Umsatzzahlen. Allerdings, die nerven mich ein bisschen, weil sie sich immer wieder verändern. Was Zeitaufwand anbelangt, da verwende ich eine andere Technik. Ich sage Zufallszahl. Zufallszahl liefert mir eine Zahl zwischen 0 und 1. Und Zufallszahl ist in dem Sinne interessant, weil sämtliche Zeitangaben liegen zwischen 0 und 1, also innerhalb von 24 Stunden. Ein Tag ist 1, 24 Stunden. Und wenn ich eine Funktion habe, welche Zahlen aus diesem Bereich liefert, formatiere ich diese vier Zahlen als Ctrl-1 benutzerdefiniert. Jetzt nicht TT, sondern Stunde, HH, Doppelpunkt, MM. So werden diese Bruchzahlen alles Zeitangaben definiert. Und jetzt können wir das natürlich markieren. Zack. Herunterziehen. Und wir haben eine durchaus brauchbare Tabelle. Natürlich, wenn ich hier BIM schreibe, wird sich alles anpassen. Das will ich nicht. Ich möchte es einmal fixieren. Darum mache ich Folgendes. Ich markiere da diese Zufallsbereiche. Ctrl-C. Und jetzt an gleicher Stelle füge ich die Werte ein. Das heißt, ich habe Funktionen zu einer fixen Zahl umgewandelt. Ja? Wenn ich Doppelklick mache, dann kommt nicht mehr Zufallszahl oder Zufallsbereich, sondern es kommen waschechte Zahlen.